Moin moin Leute, hier ist Janis Lee und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Terra Cruise Globale Edition. Und ja, die letzte Folge von der japanischen Version war ein bisschen länger und deshalb wurde, er hat einen Kommentar dagelassen und, ich höre das mal ein bisschen leiser, wurde dann ein Kommentar dagelassen, dass, ja, dass ich sozusagen, also da die etwas länger war die Folge, dass ich mir mal überlegen sollte, ob das Ganze, inwiefern ich das Ganze beibehalten soll, halt mit längeren Videos und so. Und ja, das Video hat halt einfach gesagt, wie gesagt, das hat mir sehr gefallen mit den längeren Videos. So, wir sind schon wieder am nächsten Tag, so Monster Chopper ist da. Auf jeden Fall, das, ja, ich habe im Allgemeinen nichts gegen längere Videos. Mein Problem wäre da nur so, ich will nicht wirklich die Leute, die Adblock haben, da wirklich viel geben. Das Ding ist einfach, wenn ich jetzt meine Videos doppelt so lange machen würde, würde ich theoretisch doppelt so viel arbeiten. Also, was ist arbeiten? Ich nehme ja nur auf, aber würde ich theoretisch doppelt so viel aufnehmen an Sachen, und die Adblock-Benutzer würden davon immer noch nichts, wie gesagt, würde sich nicht wirklich was ändern, die kriegen sozusagen freie Sachen, wogegen hinüber halt Leute mit Adblock, weil da ich bei der 10 Minuten oder bei 10 Minuten wieder eine Werbung einschalten würde, kriegen dafür mehr ins Gesicht. Wie gesagt, ich kann nur noch mal an den, ja, an den, das gesunde Menschen Wissen, den gesunden Menschenverstand, ja, hinzureden. Adblock hilft keinen auf YouTube, außer vielleicht euch selber, und jetzt kommt schon. Das sind, die meisten Werbungen könnt ihr in 5 Sekunden überspringen, also das ist wirklich nicht nötig. Ja, und wie gesagt, ich versuche das erstmal, ich sehe dann, wie das in den Statistiken aussieht, und wenn das dann gut bleibt, also wie gesagt, wenn genug Leute das ohne Adblock schauen, dann sehe ich da kein Problem drin, die Länge so beizubehalten, so um die 20 Minuten, 20, 25 Minuten. Wie gesagt, habe ich irgendwie kein Problem, aber wie gesagt, wenn das dann im Endeffekt am Ende gleich bleibt, dann sehe ich keinen Sinn dahinter. Weil ich will jetzt nicht für Leute, die Adblock benutzen, da irgendwie groß was tun. Wie gesagt, für alle, die den Adblock schon ausgeschaltet haben, Dankeschön dafür, denn das supportet mich, so kann ich das eigentlich nur machen. Ne? Weil ihr wisst, das Ganze ist nicht wirklich kostenlos, vor allem wenn ich mir zwischendurch mal Gems kaufe. Ja, also am Endeffekt komme ich dann immer wieder auf den Nullstand gegen das Monat mal heraus. So, Chopper machen wir nicht, wie gesagt, das wird noch am Rest des Tages gemacht. Ich kümmere mich jetzt persönlich immer eher ein bisschen um Perona, allein weil die Extrainsel auch mehr EXP gibt als die 30, zum Beispiel die 30 Stamina Mihawk, Mihawk sag ich jetzt schon, Monster Chopper, und ja, im Allgemeinen gibt das mehr EXP, ne? Perona will ich sowieso noch farmen, ich habe jetzt gestern nicht wirklich viele gedroppt, ich habe auch mal 30 Stamina gemacht, habe jetzt insgesamt 3 gestern, wie gesagt, da war auch relativ viel los, deshalb konnte ich da nicht wirklich viel machen, deshalb gab es auch keinen Blackbeard Guide an dem Tag, aber ich hatte ja schon zwei für die 30 Stamina Version. Ja, also wie gesagt, alle, danke an alle, die mich da mit unterstützen, dass sie Adblock ausgeschaltet haben. Das ist wirklich, wie gesagt, ja, das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. Und ich empfehle euch, das wirklich bei allen YouTubern zu machen. Wenigstens dann hier eine Ausnahme zu machen, also eine Ausnahme für die Seite hier also einzustellen. So. Ich mache es in letzter Zeit mit Blackbeard, da kommt wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich noch ein Tutorial zu. Also, ich rede gleich noch ein bisschen mal mehr darüber, über wie ich das Ganze gestalten werde. Oder, ja, ich sage euch gleich, woran ich das denn einfach, ja, am Ende, ja, festlegen werde, ob ich die längeren Folgen beibehalte oder das beim alten Format bleibt. So, welches Team wollte ich dann nochmal bearbeiten? Das nicht, das ist das für Doflamingo und das hier, genau, das war für die Perona-Mission und die wird jetzt ausgetauscht, das Team. Ups. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Pinguine in Tandem haben, man lernt jeden Tag was Neues. Zack, und den ersetzen wir noch durch, ja, einfach mal mit den großen ATK. Wie gesagt, ich werde noch einen Free-to-Play-Guide dazu machen, keine Sorge.
Aber wir machen das Ganze jetzt erstmal mit den höchsten und stärksten Einheiten, die ich habe. Gehen wir das Ganze durch. Perona ist jetzt wirklich nicht so schwierig. Und ja, ich mag sie trotzdem. Und es, wie gesagt, ich werde auch alle meine Kopien behalten, die ich farme. Dafür ist ihr Special einfach viel zu wichtig, um ihn aufs Low-Level zu bringen. So, rein mit dir, Mr. Blackbeard, rauf auf die Insel. Ja, also, im Endeffekt werde ich das dann so sehen, weil ich bei 20 oder 25 Minuten Episoden immer um die 10 Minuten, also ich werde das dann immer bei der Hälfte des Videos eine Wärmeanzeige mit reinpacken. Also seht ihr an diesem gelben Strich immer. Und ja, von dem kann ich dann sozusagen ablesen, wie viele Prozent das Ganze anschauen. Also ich kann es mir ungefähr rechnen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht kein Hellseher oder so, aber ich kann mir das dann ungefähr errechnen, wie viele Adblock benutzen oder nicht. Und wie gesagt, ich werde gucken, ob sich das ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen würde, ob sich das ein bisschen erholt hat. Das hört sich irgendwie auch dumm an, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also ich check ein bisschen durch und wenn sich da im Endeffekt nichts ändert, dann werde ich auch groß an den Folgen nicht ändern. Es sei denn hier, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, ihr wollt das trotzdem gerne sehen, dann ja, schreibt es einmal in die Kommentare. Aber wie gesagt, von meiner Seite, das ist halt wirklich doppelt so lange. Und das Ding ist ja auch, ein doppelt so langes Video für mich, also was ihr zu sehen bekommt, ist ja nicht nur die doppelte Videolänge für mich, sondern auch viel mehr Zeit im Verarbeiten und Rendern. Das ist halt einfach, wie gesagt, da passiert viel hinter den Kulissen. Deshalb muss das wirklich, also wie gesagt, da muss wirklich so im Endeffekt, ja, wie soll ich es einfach sagen, da muss was passieren, wie gesagt, also ja, sagt mal einfach was und ich muss echt gucken, ob ich das Ganze unterbringen kann. Aber in der jetzigen Situation höchstwahrscheinlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, da passt es eigentlich nicht. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren, wenn das dann klappt mit den, also wie gesagt, ich werde dann ablesen, wie das mit den ganzen Werbeanzeigen läuft oder so. Ne, wie das Ganze läuft dann im Endeffekt und dann, ja, kommen wir zur Auswertung und dann werdet ihr das schon in den nächsten Tagen mitbekommen, ob die Videos dann auf diesen 10, 11, 12 Minuten bleiben oder halt auf den 20, 25 Minuten. Das Ganze muss ich auswerten und dann gucken wir mal. Wie gesagt, aber ich kann es wirklich nur jedem raten, vor allem auch, wenn ihr relativ viel auf YouTube rumsurft, dann wenigstens so an Leute, die es gebrauchen können. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man das bei ich weiß nicht, jetzt weiß ich gar kein gutes Beispiel von so einem riesigen bei Musikvideo-Channels oder sowas macht. Keine Ahnung, wie. Ja, also sagen wir mal, es gibt ja genug hier Musikvideo-Labels, also sagen wir mal, Vivo vor allem ist das größte zum Beispiel. Also da würde ich das echt verstehen, wenn man da die Werbung rausmacht, weil die brauchen einfach kein Geld. Das ist einfach so, die verdienen genug Geld. Da würde ich dann auch sagen, hey, das sehe ich ein. Ne? Also da, ja, das ist nicht wirklich ein Problem, aber bei vielen anderen würde ich dann sagen, nee, das läuft nicht. Also wie gesagt, vor allem die kleineren, reden wir jetzt mal von One Piece Streamern und vor allem YouTubern hier, Tank, also Trier Tank, dann auf jeden Fall kleinere, wie gesagt, die, wo ihr wisst, dass die das zum Beispiel die das gebrauchen könnten und wie gesagt, die das relativ regelmäßig machen. Da würde ich wirklich sagen, lass da wirklich den Adblocker aus. Ich finde das schon relativ, grenzwertig. Auf anderen Seiten wie YouTube, wie gesagt, kein Problem. Da sehe ich das wirklich ein. Das kann nämlich wirklich vor allem bei auf den anderen Webseiten das größtenteils Spam ist. Und das Gute ist ja an YouTube, dass die Werbung hier so ausgefiltert wird, dass man wirklich nur lizenzierten Vertragspartner, das heißt also, wie ihr das ungefähr verstehen könnt, man bekommt da für zum Beispiel nur Werbung für Sachen, die
schon ein besseres Image haben. Hier werdet ihr keine Spam-Meldung wie in 5 Tagen bin ich 5-facher Millionär geworden und mit diesen 5 Schritten. Sowas werdet ihr hier nicht sehen. Das ist wirklich alles legit. Was haben wir hier? Was habe ich letztens gesehen? Ja, ich habe sehr, sehr viel Star Wars The Force Awakens gesehen. Also, wie gesagt, da war ich nicht wirklich mad, dass ich das gesehen habe. Der Trailer gefiel mir nämlich relativ und deshalb. Also, ich werde jetzt mal eben aufhören, über Adblock zu labern. Und einfach mal über die Stage hier. Perona, sehr, sehr wichtiger Special, das Ganze habe ich schon gesagt. Aber ich denke, die meisten werden auch wissen, warum. Einfach, weil sie wirklich ein Upgrade ist zu Alvida. Zwar hat sie einen hohen Cooldown, aber das Ganze kann man halt durch Special Ups reduzieren. Und deshalb, ja, kann man das Ganze eingrenzen. Yay! 4. Kopie. Nice. Also, wie gesagt, Perona, sehr, sehr gutes Special. Ich würde schon wirklich sagen, das ist ein Upgrade über Alvida. Ja, logisch ist ein Upgrade über Alvida. Und halt auch wirklich gut für Doflamingo, den einzusetzen oder die einzusetzen gegen ihn. So, sehr gut. Über den Secret Boss und Perona und Berry. Hey, wir haben alle zusammen. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, Berry auch im Endeffekt. What the fuck? Also ich meine, in der Folge, das war echt so, Perona hatte den echt voll unter Kontrolle. Also der konnte ja echt gar nichts mehr machen. Tja, warum hat er auch so eine hohe Stimme, ne? So, ich denke, wir machen gleich nochmal die 30 Stamina-Version. Also, wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Es ist einfach so, wie gesagt, wenn man auf YouTube rumsurft, ich meine, ist ja auch nicht so, dass ihr im Fernsehen keine Werbung habt, ne? Also ihr habt ja genauso gut Werbung im Fernsehen wie auf YouTube oder auf Twitch. Und auf Twitch streame ich ja auch und deshalb, ja, der einzige Unterschied ist, dass ich von Twitch das Geld noch nicht bekomme, da ich noch kein Partner bin. Das ändert sich aber hoffentlich bald. Na gut, das heißt bald, das dauert noch ein bisschen, aber okay. So, nicht nach ATK, sondern nach Favorit. Und deshalb, wie gesagt, die Bepo und die G2-Manuals, ich weiß nicht, warum ich die aufhebe, aber sind auf jeden Fall nützlicher als alles andere von dieser Insel. So, Perona wird gleich wieder gemarkert und der Rest wird gleich verkauft. Also, wie gesagt, tut mir leid, dass ich ein bisschen über die, über die ganze Sache mit Adblock und so geredet habe. Das hat mich aber im Endeffekt ein bisschen aufgeregt, vor allem, dass die, wie gesagt, ich habe schon viele, viele gute kleinere gesehen, die dann aber wirklich davon zerstört wurden, dass sie wirklich im Endeffekt gegen Null gemacht haben. Das ist, und wie gesagt, sowas will ich wirklich nicht erleben hier. Ich will das wirklich so lange wie möglich weiterführen. Und vor allem, wie gesagt, wenn ich die Folgenlänge verdoppel, dann wird halt auch die Bearbeitungszeit für die Folge selber verdoppelt. Aber im Endeffekt, ne, mache ich ja sowieso schon 2 Folgen am Tag, deshalb. Aber hey, wie gesagt, ich werde, keine Sorge, falls da jetzt nicht passiert, werde ich jetzt nicht aufhören. Ne? Das geht alles so weiter, ne, keine Sorge. Aber ich denke, das sollte auch mal angesprochen werden. Vor allem, es gibt bestimmt ein paar, die unter euch auch schon mal YouTube gemacht haben oder vielleicht auch YouTuber sind. Wer weiß es. Und es ist halt wirklich heftig. Ne? Ist wirklich heftig, wie viel sowas ausmachen kann. Wie gesagt, die genauen Zahlen kann ich leider nicht vergeben. So, nochmal eben den Rest verkaufen hier. Das würde ich gerne machen, aber das darf ich nicht. So. Ups, nee. So, genau, ich wollte noch jemanden aussuchen zum Level haben. Boah, habe ich übrigens eine blaue Elder gegeben. Hat davon ganze 2 Level bekommen. Hype. Also das war wirklich heftig. Ich weiß nicht warum. Aber hey. Legendaries brauchen ein bisschen mehr. Kit, genau. Kit war jetzt das große Ziel. Aber das, ja gut, da können dann von mir jetzt auch die Berries rein. Da habe ich nicht wirklich ein großes Problem mit. Komm, packen wir die noch alle rein. Jo. Rein damit. Kein Problem. Und wir runnen dann gleich nochmal die Perona Stage und dann sollte das erstmal genügen. Ja, komm. Gehen wir in das eine Schweinchen. Und dann reicht das.
So, super Success sogar. Sehr, sehr nice. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ein relativ spannendes Video, vor allem für die Leute, die mich nicht seit dem Anfang verfolgen, wird heute hochgeladen um 12 Uhr, also da müsst ihr nicht lange drauf warten, wie das ist jetzt, wenn ihr das hier anguckt, gleich wenn es rauskommt, sind das 2 Stunden. Also da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, und zwar, den Titel kann ich euch schon mal verraten. Und zwar ist das das Best of Yannisi 2015. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Wie gesagt, hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber allein schon die ganzen Sachen wieder zu sehen, war schon relativ lustig. Also die ganzen Highlights von 2015 nochmal zusammenzusammeln, war echt cool. Wie gesagt, die ganzen Ausschnitte da ineinander zu flicken und ja, so einen richtigen Countdown zu machen, fand ich sehr, sehr nice. Und ja, mal gucken, wann ich das Ganze wieder mache. Vielleicht kann ich das irgendwo anders nochmal einbringen, aber hoffentlich nicht erst wieder 2016, sagen wir so. Ja, also ich fand das genial und ja, mal gucken, wie ich das finde. Ich denke, viele von euch haben nicht das Ganze mitbekommen. Wie gesagt, die Highlights sind immer um die 2 Minuten lang, das heißt im Endeffekt ist das Video dann 10 Minuten lang. Also von daher wird das nicht wirklich groß sein, aber ich fand das schon genial, die ganzen Sachen nochmal zu sehen und vor allem mal bearbeiten, da siehst du das nämlich ein paar Mal mehr, das Ganze, und dann, ja, ich fand's lustig, ich hoffe, das gefällt euch auch. Wie gesagt, auch darf nicht vergessen, den Like zu geben, denn, wie gesagt, das sowas freut mich dann immer, wenn man dann sieht, da hast du wirklich deine, ja, viel Arbeit reingesteckt und dann passt das dann oder dann gefällt das den Leuten noch gut. Das freut mich dann richtig, also ja, da bin ich stolz drauf, sagen wir es mal so. Das habe ich relativ gut gestaltet, finde ich. So, zack. Zack und zack. Ja, also das mit der Folgenlänge müssen wir dann sehen. Und falls ihr entweder dafür seid, dass wir die Folgen länger machen, oder dagegen seid, dass wir die Folgen länger machen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich werde da dann ein paar mehr Faktoren mit reinnehmen. Wenn ihr wirklich wollt, dass sie länger werden, dann kann ich das dann am Ende wirklich machen. Das Problem wird dann am Ende dann wirklich nur die Zeit, wie viel das beansprucht und ob ich das machen kann, aber ich denke, das will ich schon schaffen. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Und ja, ich kann es auch nochmal sagen, Adblocker aus, das hilft jedem weiter auf YouTube. Nicht nur mir, sondern allen, von dem ihr die Videos guckt. Und jetzt sind wir mal ehrlich, immer noch besser als im Fernsehen mit der Werbung. Ja, also wie gesagt, mit Fernsehen, das ist auch eine relativ lustige Geschichte auf jeden Fall. Mit dem Fernsehen habe ich eigentlich so richtig abgeschossen, also was heißt abgeschlossen, aber aufgehört zu gucken, ich weiß gar nicht mehr wann, wie gesagt, ich habe immer noch die Sachen angeguckt, die relativ großen Sachen, hier Eurovision Song Contest, Raab Fernsehen mochte ich immer, also Stefan Raab Sachen und so mochte ich immer, aber dann bin ich wirklich so gewechselt zu den Serien selber und zu den Serienboxen, wie gesagt, Game of Thrones, Daredevil, jetzt das dritte Mal One Piece, hey, also beim dritten Rerun beim zweiten Rerun, das erste Mal habe ich es ja richtig gesehen. Und dann auch noch von früher die ganzen Folgen, die ich auf RTL 2 geguckt habe, aber da war irgendwie für mich keine kontinuierliche Story, weil ich zwischendurch mal, glaube ich, immer irgendwie einen Tag verpasst habe, also das war wirklich immer ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich habe im Fernsehen nicht groß eingeschaltet, im Fernsehen, muss ich ganz ehrlich sagen, läuft auch echt viel Schrott heutzutage, vor allem wenn ich jetzt mal in die Ecke von ProSieben gucke. Wie gesagt, Vormittagsprogramm habe ich gar kein Problem mit. Wie gesagt, das gucke ich mir, ziehe mir zwischendurch mal rein. Aber es ist wirklich nichts, wo ich sagen müsste, ja klar, gucke ich mir jeden Tag an oder ist wirklich irgendwas Interessantes, was ich mir mal angucken würde. Da läuft halt wirklich nur noch, oder wie gesagt, mit Big Bang Theory, How I Met Your Mother und so. Big Bang Theory, How I Met Your Mother. Was kommt noch? Scrubs? Nee, Scrubs kommt schon nicht mehr.
ja, also mit Big Bang Theory und How I Met Your Mother bin ich ganz okay, wie das Simpsons auch geht auch noch. Was ich aber schon nicht mehr ab kann, ist dann wirklich, so, also wieder erstmal kommt ja Red, heißt das Ganze, glaube ich. Ich glaube, irgendwie so ein Stars, Prominente und so eine Kacke. Wie gesagt, ich rede jetzt mal ein bisschen über Fernsehen. Ja, wir haben hier die Zeit. Und ja, also ich meine, so, und dafür ist dann im Endeffekt Stefan Raab weggegangen, ne? Also ist weggegangen und jetzt kommt Red Promi News. Yay! Also das war, also das weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll, aber hey, ne? Wem es gefällt, im Endeffekt, der soll das beibehalten. Und wem nicht, dann halt nicht. So, ich benutze mal hier so den Special, aber ich hoffe, das Guide dazu habe ich schon mal hochgeladen. Oder das kommt noch. Das müsst ihr dann im Endeffekt selber sehen. Oder das werdet ihr sehen, wenn ihr einfach mal auf meinem Kanal guckt. Bei den meisten sind das ja, ihr seid ja sowieso Abonnenten und deshalb, ja. Seht ihr das ja im Endeffekt sowieso, wenn es hochgeladen wird. Ja, noch ein Drop, geil, genial. Also mit den Drops, mit den Drops läuft jetzt ja gerade. Also wie gesagt, ProSieben serienmäßig top, aber sonst eher Flop. Außer Galileo. Galileo war auch mal gut anzugucken. Aber sonst eigentlich jetzt meh. Ja. Oh, und von RTL 2 fange ich jetzt gar nicht mehr an. Ja, das, da kann ich, ja, okay. Da, wirklich, da sollte ich eher zu schweigen, denn ich habe da nichts Positives drüber zu sagen. So, ist da irgendwas zum Verkaufen? Ich denke jetzt eher nicht. Jupp. Wir liegen noch gut in der Zeit. Wie gesagt, ich werde das mal eine etwas längere Episode machen und dann warte ich einfach mal auf euer Feedback. Wie gesagt, ich sehe das ja, also euer Feedback kann ich ja in dem Sinne immer sehen, dass ich die Likes zu Dislikes sehe. Wie gesagt, wenn hier relativ viele Daumen oben oder nur Daumen nach oben sind, ist mir eigentlich schon fast klar, dass ihr immer die längeren Versionen sehen wollt, also die längeren Folgen. Deshalb, ja, so kann man das auch ganz gut sehen und wie gesagt, in den Kommentaren könnt ihr mir das dann auch nochmal schreiben, damit ich dann wirklich sicher gehen kann, da ihr das alle sehen wollt. Und ja, das Adblock ist immer das Ganze, ne? Adblock, wie gesagt, da haben auch schon so viele Leute drüber geredet im Endeffekt und ich wiederhole eigentlich nur, was die auch gesagt haben. Deshalb, aber da profitiert eigentlich jeder von und hey, das sind über 5 Sekunden vorm Video. Ich meine, ich hab den sogar früher auch benutzt, hey, schlauer Janis, bis zu vorletztes Jahr oder so. Vor allem, als ich dann da, früher, habe ich noch Gronkh geguckt. Hui. Ja, das war noch eine Zeit her. Ja, also das war wirklich, irgendwann da habe ich den Adblock ausgeschaltet. Wieder auf YouTube, nicht auf anderen Seiten. Auf anderen Seiten benutze ich den immer noch, keine Sorge. Okay, das hat sich jetzt hoffentlich für den einen richtig angehört und für den anderen falsch. Das war nämlich der Sinn dahinter. Ja, also, wie gesagt, für YouTube würde ich den immer ausschalten. Und für andere Sachen, da kann ich das ja auch wirklich verstehen, dass man ihn ausschalten will. So, 5 Kopien von Perona sind so der Endstand. Oder, ja, für die Aufnahme jetzt, wie gesagt. Heute werde ich noch ein paar davon bekommen. Ich werde auch gleich den Guide dazu machen, den Free-to-Play-Guide für Perona. Und, ja, ich würde sagen, dann läuft's. Also, euer Feedback will ich hierzu hören. Weißt du, wir machen das auch mal so. Ich sag jetzt auch mal, lass mal den Feedback zu Adblock zurück. Wie gesagt, ich weiß, dass manche Leute wirklich da ohne den sozusagen nicht mehr das Haus verlassen und dass manche den aber einfach ignoriert haben. Wie gesagt, ich bin total dafür, dass man den vielleicht anschaltet, aber dann bei Sachen, die man supportet, dann auch ausschaltet oder allgemein. Ne, man kann nämlich eine Ausnahmeregel hinzufügen, das habe ich nämlich auch gemacht für YouTube und deshalb, ja, ist das eigentlich ganz gut. Dann eure Meinung zu den längeren Episoden. Was ihr davon haltet, auch gerne in die Kommentare schreiben und im Ende und wie viele Peronas ihr farben wollt oder welches Special Level eure Perona jetzt ist, falls ihr keine mehr spannen wollt, wenn ihr wirklich den Rest eures Platzes für Doflamingo frei haltet. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.